Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Schon das zweite in dieser Schwangerschaft und ich freue mich riesig, es für euch abdrehen zu können. Ich bin heute in die 11. Woche gerutscht und dementsprechend wollte ich euch gern von der 8. bis zur 10. Woche berichten, denn es ist super viel passiert. Und genau, ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen los. Ich habe mir wieder alles auf meinem Handy notiert und werde euch natürlich dann ganz ausführlich berichten, was so passiert ist. Wie gesagt, es ist super viel passiert und am Ende zeige ich euch auch noch meinen Bauch. Wie gesagt, heute 11. Woche und er ist über Nacht gefühlt explodiert. Also seid da gespannt. So, wie gesagt, 8. bis 10. Woche, das heißt 7 plus 0 bis 10, nee, 9 plus 6. Ja, was mir aufgefallen ist, bei 7 plus 0, also direkt 8. Woche, da war ich unten bei meinen Eltern und stand kurz an der Tür, so ungefähr 2 Minuten, weil ich mit meinem Papa gequatscht habe. Und da habe ich so Hüftschmerzen bekommen, dass ich dachte, meine Hüfte fällt gleich raus. Also die war so wie so Wackelpudding, so richtig weich und tat richtig weh. Und da stand ich dann nur und habe mich schon an der Wand abgelehnt und dachte, ich muss hoch, weil da wussten meine Eltern das noch nicht. Und ich kann euch sagen, ich habe so Schmerzen, ey. Sondern ich stand da und dachte, oh Gott, das Gespräch muss gleich zu Ende sein. Ich muss mich hinsetzen oder muss mich hinlegen, weil es wirklich richtig doll wehgetan hat. Also es war total komisch. Das hatte ich bei Lia aber auch am Anfang. Einfach, dass die Hüfte so richtig wackelig war ein paar Tage. Und ich dachte, das fällt alles auseinander und bricht auseinander. Und genau, deswegen hatte ich extrem Hüftschmerzen, aber wie gesagt, das hatte ich bei Lia am Anfang auch. Ja, dann haben die Mutterbänder diesmal richtig Gas gegeben und da haben mir ein paar Leute gestern auf Instagram auch geschrieben, dass es in der zweiten Schwangerschaft oder dritten oder vierten immer schlimmer wird. Und also das kann ich auch wirklich bestätigen, die Mutterbänder geben richtig Gas, also das haben sie von Anfang an, aber jetzt, 8., 9. Woche, war das nochmal besonders stark. Also sie haben richtig doll gezogen, dass ich teilweise auch echt an der Wand stehen musste und so ein bisschen inhalten musste. Also es war echt heftig. Und ganz besonders abends, wenn man zur Ruhe kommt, wenn man sich gerade ins Bett legt und da ist man froh, wenn man schnell einschläft. Also das war echt richtig stark jetzt von der 8. bis zur 10. Woche. Und auch immer wieder vereinzelt, also rechts, links, immer einfach so ein Ziehen in der Leiste auch. Und ja, das ist schon ordentlich kräftig, sage ich mal. Und man merkt einfach, dass da die Mutterbänder richtig am Arbeiten sind. Ja, der Bauchumfang hat sich in der 8. Woche erweitert auf 74 cm, also 1 cm ist dazugekommen. Ich habe heute noch nicht gemessen, das werde ich aber nachholen. Ich denke aber, dass wir so bei mindestens 76 sind. Aber ja, das werde ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Gewogen habe ich mich noch nicht wieder. Wir sind ja gestartet mit 45 Kilo auf 1,65. Ich werde mich morgen früh nochmal wiegen vor dem Essen. Ich habe heute nämlich schon gegessen. Und dann werde ich euch da auf jeden Fall auch nochmal dann im nächsten Update berichten. Ja, was ich immer noch habe, dass ich mega geruchsempfindlich bin, das habe ich ja im letzten Update schon gesagt. Also Lias Windeln sind immer noch besonders schlimm, aber auch jegliche andere Kleinigkeiten. Also ich kann den Müll nicht mehr rausbringen. Das muss Felix jetzt immer machen, weil mir dann kotzübel wird, weil ich wirklich alles komplett rieche. Was es zu riechen gibt, habe ich das Gefühl. Ja, das ist nicht so schön, aber ich putze dadurch mehr, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, es ist dreckig, weil ich halt immer irgendwie alles rieche. Aber gut, das gehört halt eben auch dazu. Das hatte ich, wie gesagt, bei Lia auch ganz stark. Ja, was ich auch habe, ist mega, mega Hunger. Also ich esse wie ein Scheunendrescher. Und ganz besonders abends, wenn ich dann ganz normal mein Abendessen esse und dann liege ich 10 Minuten auf der Couch und sage zu Felix, boah, ich habe so Hunger, ne? Und dann muss ich mir immer noch was zu essen machen. Und dann wird doch hier ein Eis gegessen und da noch ein Joghurt und da noch ein Apfel. Und Felix sagt auch mal, Alter, du kannst essen. Und dann ist es aber immer so bei mir, dass ich mega Appetit habe. Also ist auch scheißegal was. Ich habe da keine Gelüste oder so, sondern ich habe einfach mega Appetit. Aber mein Bauch platzt. Kennt ihr das? Mein Bauch ist einfach so voll, dass er sagt, nee, es ist Schluss. Aber ich habe so Appetit. Und das ist so gemein, dass ich dann immer paar Minuten warte und dann schaufel ich wieder ein bisschen was in mich rein. Dann warte ich wieder ein paar Minuten und dann schaufel ich wieder in mich rein. Das ist echt, echt heftig.
Ja, und was ich auch habe in dieser Schwangerschaft, das ist aber auch ganz normal, erst recht am Anfang und am Ende, dass ich mega müde bin und total energielos. Das habe ich jetzt vor 2 Tagen auch bei Instagram mal in die Story gepostet. Da war ich einfach, die Nacht war schrecklich mit Lia und ich war so kaputt, dass ich wirklich ab frühen Nachmittag im Bett lag und den ganzen Tag, also die ganze Zeit mit Lia im Bett gekuschelt habe und Fernseher da war an und habe gesagt, komm, ey, scheiß drauf, dann bin ich jetzt einen Tag mal faul und lege mich hier ins Bett. Weil sonst bin ich halt so, ich will was tun, ich will was schaffen und ich, immer wenn ich mich irgendwie hinsetze oder hinlege, nehme ich mir entweder mein Handy und arbeite E-Mails ab, auch auf Klo oder so. Ich nutze jede Sekunde, nutze ich aus für irgendwas zum Arbeiten. Und wenn ich irgendwo liege und mich entspanne, ist es meistens so, dass der Laptop vor mir steht und ich irgendwas an meinem Online-Shop mache oder Videos schneide oder so. Also ich bin immer, immer, immer am Tun und es gibt, glaube ich, keine 5 Minuten am Tag, wo ich nichts mache. Und da habe ich jetzt echt mal gesagt, komm, lass mich in Ruhe. Ich will mich jetzt hier kurz entspannen und ich brauche das kurz. Und ja, ich habe ja auch schon im letzten Update gesagt, dass Lia und ich einfach länger schlafen. Also damals sind wir immer so zwischen 7 und 8 aufgestanden. Jetzt ist es schon mal so 9 oder 10. Aber ich bin super froh, dass die Kleine das so mitmacht. Und dass sie mir auch die Chance lässt und es ist auch besser für mich, wenn ich dann einfach 1 oder 2 Stunden länger schlafe, dafür aber den Tag einfach besser durchhalte, weil letztes Mal ist Lia zum Beispiel um 7 aufgestanden und da war ich am Nachmittag einfach K.O. Es war nichts mehr mit mir anzufangen und deswegen nehme ich dann lieber die 2 Stunden am Vormittag und habe dann dafür bis abends um 23 Uhr Power. Ja, was bei mir jetzt auch ganz stark angefangen hat, sind Rückenschmerzen. Und zwar ganz unten, ja auch so wieder so Hüftgegend und hier oben so die Schulterpartie. Also ganz komisch, dass ich einfach mich immer irgendwie so ein bisschen dehnen muss oder wenn ich irgendwie lange auf einer Seite liege, kriege ich einfach immer so ein bisschen Rückenschmerzen. Das hatte ich jetzt bei Lia immer nur am Ende. Also ich weiß nicht, ob das so normal ist, aber ich habe ja sowieso so ein paar Probleme beim Rücken und ich glaube, dass sich einfach gerade im Moment alles so ein bisschen lockert und deswegen, ja, kann es ab und zu mal kommen. Und auch wenn ich Unterleibsschmerzen habe, auch wenn ich meine Tage habe oder jetzt ja nicht mehr, aber immer wenn ich meine Tage hatte, hatte ich eigentlich auch immer Rückenschmerzen und jetzt ist natürlich die Gebärmutter da unten kräftig am Wachsen. Das ist natürlich dann vielleicht klar, dass dann der Rücken auch ab und zu mal ein bisschen schmerzt. Ja, Unterleibsschmerzen habe ich ja schon gesagt, dass ich die auch besonders nach Anstrengungen habe. Also wenn ich mal die Bude sauge oder so, dann muss ich mich erst mal ein paar Minuten hinsetzen, weil ich dann echt so ein Ziehen habe. Und der Körper sagt dann auch so, komm Maggie, entspann dich mal kurz, du brauchst mal kurz eine Pause. Ja, dann natürlich täglicher Begleiter, die Übelkeit. Die war jetzt in dieser Schwangerschaft schlimm, muss ich wirklich sagen. Sie ist jetzt weggegangen zur 9. Woche. Also Anfang 9. Woche ist sie dann weggegangen und jetzt habe ich sie komplett gar nicht mehr. Es ist so komisch. Ich habe gestern erst zu Felix gesagt, es ist so verrückt, dass man die ganze Zeit Übelkeit hat und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne Übelkeit ist. Und jetzt ist die Übelkeit weg und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie das war mit Übelkeit. Es ist einfach so verrückt. Und ich bin jetzt natürlich ganz froh, dass es weg ist und ich jetzt wieder nicht immer Angst haben muss, dass ich breche und wieder in Ruhe Zähne putzen kann. ja, aber das ist auf jeden Fall jetzt weg. War aber doch noch 8. Woche wirklich heftig, dass ich wirklich teilweise am Klo stand und da fast am Brechen war. Gebrochen haben wir aber tatsächlich nicht in dieser Schwangerschaft. Ja, was ich auch ganz oft habe, das hört ihr vielleicht auch ab und zu mal. Ich habe eine extrem laufende Nase, also als wäre ich mega erkältet. Und das ist so verrückt, weil meine Schwester hatte das in ihrer Schwangerschaft, also meine große Schwester. Und sie hat mich damals gefragt, ob ich das bei Lia auch hatte. Und ich habe gesagt, nee, das ist für mich auch kein Schwangerschaftsanzeichen irgendwie. Also ich habe das immer so ein bisschen runtergespielt und dachte einfach, vielleicht ist sie einfach erkältet. Und jetzt habe ich das einfach selber. Und es fühlt sich an, als wäre man einfach dauerhaft erkältet. Ja, also ich habe eine extrem laufende Nase. Ich bin nur am Ausschnauben und Naseputzen. Und was ich jetzt auch ganz oft hatte in der 9. und 10. Woche, Nasenbluten. Ja, auch mega nervig. Aber das kommt, glaube ich, von diesem Naselaufen und dann sind die Blutgefäße ja so extrem durchblutet und dann kommt da auch mal ein Schwall Blut mit raus.
ja, das hatte ich jetzt auf jeden Fall auch ganz, ganz doll. Und die laufende Nase, wie gesagt, immer noch. Ich glaube, das hört man noch ab und zu mal. Genau, ich habe jetzt hier noch aufgeschrieben, dass die Übelkeit an 9 plus 4 komplett vorbei war. Wie gesagt, Ende 10. Woche. Ja, was ich auch beim letzten Mal schon gesagt habe, ist das Jucken am Bauch. Und das habe ich jetzt auch wieder ganz stark, also eigentlich fast jeden Tag. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, wo wir vorhin schon das Thema Babybauch hatten, ich kann keine Jeans mehr anziehen. Ich habe mir jetzt tatsächlich ein bisschen Kleidung bestellt und da folgt auch bald ein Haul, aber ich kann einfach da war auch eine Jeans dabei und ich kann keine Jeans mehr anziehen. Schon seit der 9. Woche ungefähr. Ja, es drückt einfach, es tut weh und ich habe jetzt nur noch die Leggings von Lelün an, weil einfach nichts anderes mehr geht. Nicht mal die Sachen von Oceans Apart, also diese Sport-Leggings. Da habe ich ja eigentlich habe ich ja bei Lia, habe ich die ja dauerhaft getragen. Und auch jetzt nach Lias Schwangerschaft habe ich die super gern so im Alltag getragen. Aber jetzt habe ich gedacht, oh perfekt, das ist ja bestimmt mega praktisch jetzt. Und oben dieser Bund hat aber so doll gedrückt, dass es ging einfach nicht mehr. Ich hatte die 2 Stunden an und dachte, oh, ich muss hier raus. Und deswegen habe ich jetzt nur noch die von Lelün an, die Leggings. Und da habe ich mir jetzt auch gestern eine neue bestellt in dunkelblau. Und somit habe ich fast alle Farben. Aber wie gesagt, ich ziehe einfach nur noch diese Leggings an. Genau, also Jeans drückt einfach, es tut weh. Das geht auch nicht mit diesem Trick, mit diesem Zopfgummi. Das geht einfach nicht. Bei mir ist es einfach zu eng oben, es drückt, es tut weh und ja, ich will mich da auch nicht so eingeengt fühlen, nur weil ich dann eine Jeans tragen muss. Ich meine, wer zwingt mich dazu? Dann ziehe ich lieber Leggings an. Für Umstandsmode ist es natürlich noch zu früh, dafür ist der Bauch noch zu klein. Ich habe noch alle Umstandssachen von Lia da und die werde ich auch diesmal wieder benutzen. Ich muss mir natürlich ein bisschen was Neues kaufen, weil wir jetzt über den Sommer gehen. Und bei Lia bin ich ja über den Winter gegangen. Das heißt, ich habe nur lange Hosen, lange Oberteile. Und jetzt schaue ich ab und zu mal bei Vinted, also Mamikreisel und Babykreisel. Mamikreisel und Kleiderkreisel. Schaue ich immer nach Umstandsmode für den Sommer. Ich finde, Umstandsmode ist nämlich super teuer und genau, deswegen schaue ich da gerne gebraucht auch. Und ich werde aber, denke ich mal, wenn H&M im Sommer irgendwann mal wieder aufhat, werde ich da mal hinfahren und ein paar kurze Hosen anprobieren. Das finde ich nämlich immer das Problem bei Online-Käufen, dass ich immer nicht weiß, ob das passt, ob es mir steht und so. Genau, aber so ein paar Sachen muss ich auf jeden Fall noch kaufen. Ich habe mir jetzt gerade in der letzten Bestellung, die ich gerade erwähnt habe, habe ich mir noch ein paar Kleider eingepackt. Die sind auch gut mit Babybauch zu tragen und genau, ich denke, das passt. Einfach noch ein, zwei kurze Hosen dann für den Sommer und zwei, drei T-Shirts. Und ich denke, dann habe ich auch genug Umstandssachen. Vielleicht noch ein, zwei Leggings. Weil ich denke, die von Lelün kann ich am Ende auch nicht mehr tragen. Aber das probieren wir dann und schauen wir einfach. Und dann nehme ich euch ja dann auf jeden Fall auch mit. Da gibt es bestimmt auch mal einen Umstandsmoden-Haul für euch. Genau, da schauen wir einfach mal. Weil ich habe jetzt bei Shein bestellt und die haben tatsächlich auch Umstandsmode, habe ich gesehen. Da werde ich dann beim nächsten Mal auch nochmal stöbern gehen. So, jetzt haben wir genug über Umstandsmode gelabert. Noch, wie gesagt, geht alles und der Bauch ist, wie gesagt, da, aber man kann ihn noch ganz gut verstecken in Leggings und Pullovern und genau, ich zeige mir euch ja, wie gesagt, gleich. Ja, und das war's dann auch schon. Das heißt, jetzt kommt mein Babybauch für euch. Ich habe gerade ein Bauchfoto gemacht, weil ich wirklich jede Woche jetzt hinter dem gleichen Hintergrund mit dem gleichen Outfit ein Foto mache. Und jetzt zeige ich ihn euch aber mal. Hier seht ihr einmal die Leggings von Lyn, das sind diese hier. Und die sind so schön mit diesem langen Bündchen hier oben. Ich finde das einfach traumhaft. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was hier. Das ist echt krass. Also viele haben mir gestern geschrieben, weil ich gestern meinen Bauch mal auf Instagram gezeigt habe, dass er in der zweiten Schwangerschaft echt früher kommt. Und das kann ich einfach nur bestätigen. Wenn man jetzt mal vergleicht, dass ich gestartet bin vor nun 11 Wochen, da war mein Bauch hier bei der Hüfte. Also ich hatte immer hier an der Hüfte ist mein Bauch immer gerade zur anderen Hüfte rübergegangen. Und jetzt habe ich hier einfach so ein richtiges Bäuchlein, was man auch nicht mehr verstecken kann. Also es ist echt krass. Heute Morgen bin ich aufgestanden. Und gestern Abend war der auch so. Ich dachte aber, das ist ein Blähbauch vom Essen, weil das habe ich öfters abends. Und heute Morgen bin ich aufgestanden. Und es ist einfach so. Das ist echt krass, Leute. Also ich bin echt schon mega gespannt, wo der
Noch hin will ich jetzt am Anfang. Also wenn ich überlege, wie dick ich bei Lia war, vielleicht so. Das, ja, wir sind gespannt, wo der noch hin will. Ich bin aber ganz froh, dass langsam Babybauch kommt, weil, ja, man will den als Frau ja auch genießen, ne? Und das ist irgendwie so eine Bestätigung, dass da alles gut ist. Und ich muss auch sagen, das ist alles so richtig hart. Also es ist kein Schwabbel-Babybauch, sondern es ist halt so richtig hart und man merkt halt einfach auch die Gebärmutter. So, und wie gesagt, ich trage hier super gern die Leggings von Lulu, die verdecken den Bauch hier auch noch schön. Und den juckt das, finde ich, auch nicht so, weil die halt diesen weichen Bambusstoff haben. Und deswegen ist das super angenehm. Ja, darüber einfach so ein ganz normales Shirt, Pullover und fertig. Und da sieht man auch schon fast gar nichts mehr. Ja, und das, wie gesagt, war es dann auch schon. Ich bin einfach so mega happy, Leute. Ich freue mich einfach so über dieses Wunschkind, ne? Es ist einfach so ein langer Wunsch von mir gewesen. Und jetzt bin ich schwanger mit diesem kleinen Zwerg und ich freue mich einfach, dass ich ihn in 2 Wochen, oder sie, in 2 Wochen wiedersehen darf. Da habe ich den nächsten Termin und ich fieber schon ganz, ganz doll darauf hin, denn es ist das Erstsemester-Screening und ja, da erfahren wir vielleicht sogar schon das Geschlecht, weil meine Frau letztens hat so gute Geräte und das Erstsemester-Screening wird ja auch mit einem anderen Gerät gemacht und ich bin einfach so gespannt, wie das wird. Und ja, dann nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Kein Stress, aber ihr glaubt, ihr merkt, ich bin einfach so happy und auf Instagram sagt ja auch immer, sieht so glücklich aus und habe dieses besondere Strahlen und ja, ich bin einfach mega happy. Ich liebe dieses kleine Mäuschen schon so doll und ja, könnt ihr jetzt schon wieder heulen, weil ich einfach so glücklich bin über dieses Baby. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und dann tschüssi!